So, guten Tag, meine lieben Freunde. Dies ist die erste Folge meiner neuen Reihe Smile Talk. Hier möchte ich euch regelmäßig kleine YouTube-Videos zeigen über Dinge, die die Zähne und den guten Zahnarzt angehen. Und um euch einmal einen Einblick zu geben, wie so ein Zahnarzt arbeitet, ein guter Zahnarzt arbeitet, aber auch was es für interessante Neuerungen gibt, was es für interessante Themen gibt rund um die Zähne, wie wichtig die Zähne für uns geworden sind und vieles, vieles mehr. Und heute in der ersten Folge will ich euch mal zeigen oder mal mit euch besprechen, was macht einen guten Zahnarzt aus. Im Prinzip gibt es dafür fünf Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Denn nicht immer die Werbung, der am meisten Geld für Werbung ausgibt, ist der beste Zahnarzt oder der am lautesten klopft und am lautesten schreit, sondern oft sind es eher die leisen Zahnärzte. Also als erstes würde ich sagen, macht einen guten Zahnarzt aus, dass er sich Zeit nimmt. Er nimmt sich Zeit für die Probleme und für das Anliegen seiner Patienten. Er versucht erstmal den Patienten kennenzulernen, seine Sorgen und seine Nöte, seine Ängste vor allem, die er vor dem Zahnarzt hat, erzählen zu lassen und zu verstehen. Ja, also für mich ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, um einen Menschen behandeln zu können und gerade in einem solch sensiblen Bereich, den Mund behandeln zu können, dass ich ihn verstehe, dass ich weiß, wen habe ich da vor mir, ist es eher ein sensibler Mensch, ist es einer, dem alles mehr oder weniger egal ist, ist es jemand, der schon lange Ängste mit sich herumträgt. Und wenn ich das in einem Erstgespräch mehr oder weniger doch rausgefunden habe, dann habe ich einen ganz anderen Zugang und der Patient in der Regel auch ein völlig anderes Vertrauen zu mir. Und darauf sollten Sie immer achten, wenn Sie sich einen neuen Zahnarzt suchen oder mit Ihrem alten Zahnarzt nicht mehr zufrieden sind. Und diese Zeit, die er sich nimmt, sind natürlich auch wichtig für das, was er untersucht. Ja, er muss sich deine Zähne angucken, er muss sich angucken, wie dein Zahnfleisch ist, er muss sich angucken, wie die Funktion ist, wie du beißt, ob dein Kiefergelenk knackt, ob du vielleicht den Mund gar nicht aufbekommst und was du alles da noch für Sachen mit dir rumträgst. Heutzutage ist auch sehr viel mit dem Nacken und Rücken und so weiter, was eine Rolle spielt und immer mit auch die Belastung und den Stress des Alltags auf die Zähne wirkt. Auf die Zähne kann man sehen, wenn sie stark abgekaut und abgebissen sind. Man kann sehen, ob Erosionen da sind von vielen Säureangriffen, wenn man sehr sauberen Speichel hat infolge des Stresses und. Also gerade diese erste Befundaufnahme, diese Zeit, sollte sich ein Zahnarzt nehmen. Was ich auch immer darauf achten würde an eurer Stelle ist, was hat der Zahnarzt für eine Zusatzausbildung? Hat er zusätzliche Zertifikate? Hat er sich weitergebildet? Hat er sich viel weitergebildet? Hält er vielleicht selber Vorträge? Hat er Artikel geschrieben? Hat er vielleicht sogar ein Buch geschrieben? Das heißt, dass er sich immer weiterentwickelt, dass er immer mit der Zeit geht, dass er die neuesten Trends sich aneignet und auch weiß, was heute machbar ist und was möglich ist. Also gerade in dem Bereich gibt es eben auch eine Flut von allen möglichen angeblichen, Spezialisierungen, die aber überhaupt nicht einer näheren Prüfung standhalten. Also da sollte man immer darauf achten, dass die Spezialisierung von einer Fachgesellschaft durchgeführt worden ist oder eben ein Master erworben worden ist, der mit einem mindestens zweijährigen Studium durchlaufen worden ist oder eben bei den Fachgesellschaften, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft Implantologie oder der Deutschen Gesellschaft Ästhetik, dass hier eine Spezialisierung gemacht worden ist. Und diese Gesellschaften haben ganz feste Richtlinien für die Prüfungen und für die Zertifizierungen. Und gerade in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, in welchem Netzwerk der Zahnarzt arbeitet. Macht er alles selber oder hat er Spezialisten, die zusätzlich am Werk sind, arbeitet er mit Spezialpraxen zusammen, der Kieferchirurgie zum Beispiel für bestimmte Problemstellungen oder mit der Kieferorthopädie, um da praktisch ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ein zusätzlicher Aspekt, und das ist eigentlich eng mit den Zertifikaten und mit den Möglichkeiten deines Zahnarztes verbunden, ist die Ausstattung einer Praxis. Ist sie technisch auf dem neuesten Stand? Verfügt er, wenn er Wurzelfüllung macht, über ein Mikroskop? Hat er zum Beispiel eine Möglichkeit, digitale Abdrücke zu machen? Hat er ein kleines Labor oder überhaupt arbeitet er mit einem Zahnlabor zusammen, welches praktisch hochpräzise Keramikarbeiten herstellen kann und. Also auch hier sollte man immer gucken, inwiefern
die Ausstattung einer Praxis auf den neuesten Stand der Technik ist. Denn auch hier, gerade auch zum Beispiel im Röntgenbereich, sollte es auf jeden Fall digital sein, klar. Aber in vielen Fällen muss man heute eben auch 3D-Röntgenbilder machen können. Und das, denke ich, ist eine wirklich sehr, sehr wichtige und sehr, sehr entscheidende Sache, wenn man zum Beispiel Implantate braucht. Und gerade in diesem Zusammenhang sollte man, wenn man jetzt die Untersuchung gemacht hat und der Zahnarzt schlägt mir eine Behandlung vor, sollte man darauf achten, dass er zum Beispiel Alternativen aufzeigt, dass er Alternativen zeigt, wie könnte man es optimal machen, wie könnte man es weniger optimal machen, dass man sieht, er hat sich mit meinem Problem wirklich auseinandergesetzt. Und er zeigt mir Sachen, die er selber bei anderen Patienten so gelöst hat. Ja, er muss im Prinzip oder sollte über einen Pool von Fotografien versorgen, wo er mir aufzeigen kann, ein ähnlicher Fall habe ich so gelöst, den habe ich so gelöst und das hat im Prinzip ohne Probleme ist dieses vonstatten gegangen, dass er also wirklich in dem Bereich auch Expertise nachweisen kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, es kann keine vernünftige Planung gemacht werden, in meinen Augen, wenn der Zahnarzt keine Fotografien macht zum Beispiel und nicht ausreichend Röntgenbilder von den Zähnen gemacht hat, sondern schnell irgendeine Möglichkeit anbietet. Da müssen halt ein paar Proben gemacht werden, fertig. Und das geht halt dann leider manchmal in die Hose. Und es sollte immer komplett aufgeklärt werden. Man kann zwar sagen, ich bin jetzt im Moment, will ich jetzt nicht alles neu haben, dass ich bestimmte Sachen nur mir restaurieren lasse, aber ich muss einfach aufgeklärt sein über die Möglichkeiten, die es gibt, damit ich selber entscheiden kann, was für mich das Beste ist.